Also. Gemeinsam werden wir den Ponyhof retten. Und der ganzen Welt Currywurst und Pommes mit Mayonnaise bescheren. Am heutigen Tag ruhen Shaws Augen auf euch. Für McDonald's. Oder doch lieber Burger King. Da fehlt doch jemand. Hallo? Entschuldigung? Von wegen Frauen guten Orientierungssinn. Ich glaube, ich fasse mir gleich an den Kopf. Sollen wir jetzt schreien? Wir können den Widersacher bei diesem Nebel nicht bekämpfen. Da dreht sich fast den Kopf einmal komplett um. Soll ich jetzt anfangen? Frems. Hi-ha. Das gefällt mir. Hm? Noch einmal! Oh, sagt ihr das nicht früher? Oh Mann, ey. Nur weil der Sack eine Nebelmaschine gekapert hat, denkt er, es ist der King, oder wie? Nimmt seine Stärke denn kein Ende? Ist unser Kampf vergebens? Bleibt standhaft. Seine Stärke versiegt. Noch einmal und seine Macht ist gebrochen. Seine Macht zerbröckelt. Jetzt keine Atempause. Na, dann machen wir mal gleichzeitig. Och, ihr seid doch solche Affen. Fang ich eben wieder an. Bezwinge Alduin. Da holen wir jetzt mal den Drachenfallschrei raus. Das endlose Warten weicht dem Kampf. Alduins Untergang. Diesmal gestellt zusammen. Schon! Nächstes Mal treffen wir da. Jetzt hau ich meinen Drachenfall drauf. Ja, ja. Da aber doch noch. Ah. Ich mache aus dir Drachenfilet. Ich nehme deine Mutter und stopfe sie durch die Metpresse. Das nehme ich auf Video auf und das nenne ich dann alles How I Met Your Mother. Das veröffentliche ich dann in der Serie. Rechts. Runter! Na gut, wollte er eh gerade. Nö, jetzt habe ich wieder abheben lassen oder was? Oh, sprech doch mal Deutsch, Mann. Ja, das ist jetzt sowieso der letzte Kampf, jetzt kann ich jetzt eigentlich mal volle Buff-Dröhnung geben. Was haben wir denn überhaupt? Heilen wir uns erstmal ein Stückchen. Dann tun wir mal gucken, was wir alles kriegen können. Einer Waffen 50% mehr Schaden. Regeneration richtig dick. Gesundheit erhöhen. Feuerresistenz. Haben wir was? Nö. Gesundheit rein. Ausdauer, schneller regenerieren.
schwere Rüstung erhöhen. So. Jetzt bin ich Imbar. Dreifacher Super Saiyajin. Ja, lande. Lande! Ich habe Einhandwaffenschaden. Richtig dick erhöht. Lande bloß. Ich warn dich. Yeah, das nenne ich Schaden. Das gefällt mir. Du musst ja halt noch treffen. Immer diese Voraussetzungen, ne? Und jetzt, Ende. Diesen Kampf wird man in Shaws Halle für immer singen. Doch euer Schicksal wird sich nicht hier erfüllen. Darf ich jetzt endlich plündern? Wenn ihr eure Tage bis zur Neige gelebt habt, darf ich euch hier von Neuem willkommen heißen. Mit froher Freundschaft und euch zum seligen Feiern einladen. Yippie. Ruhm und Ehre dem Drachenblut. Gepriesen sei er mit höchstem Lob. Wo ist denn jetzt Alduin hin? Mann, wo ist mein Loot? Wo ist mein Loot? Boss legen kein Loot. Gah. Du hast mein Loot gegessen, gib's zu. Das reicht's. Schweine, ich konnte doch eben noch plündern. Oh, das hat man davon, wenn man einmal storytechnisch schwatten will. Hi, Sun. Wenn ihr bereit seid, zu den Lebenden zurückzukehren, dann sagt es mir und ich schicke euch zurück. Naja, schick mich zurück. Ich bin bereit für die Rückkehr nach Tamriel. Kehrt jetzt nach Nian zurück mit diesem reichen Lohn von Shaw, meinem Herrn. Ein Schrei, der in der Stunde der Not einen Helden von Sovngarde herbeiruft. Cool. Ruft der Tapfer? Boah. Dieses Cloud9 haut schon ziemlich rein. Habt ihr eigentlich schon von gehört von Cloud9, von der Zombie-Droge? Ziemlich übel. Ach. Hallo? Gibt's Essen? Ich hoffe, das bin nicht ich. Google-Übersetzer bitte. Und du? Willst du nicht auch fliegen? Na also, geht doch. Da schaust du was. Es ist geschafft. Alduin Dilon. Er ist nicht mehr der Älteste, der vor allen anderen da war und stets da gewesen ist.
Es hört sich nicht so an, als wäre ich darüber sehr glücklich. Glücklich? Nein, ich bin nicht glücklich. Zechmachri lost Ondul Bormachu. Alduin war einst die Krone der Schöpfung unseres Vaters Akatosh. Ihr habt getan, was notwendig war. Alduin hat sich in seiner Pachlok, der Arroganz seiner Macht, weit vom Weg des rechten Handelns entfernt. Aber ich kann seinen Sturz nicht feiern. Sutiras Achokma. Er war einmal mein Bruder. Diese Welt wird nie wieder dieselbe sein. Ich habe nur mein Schicksal als Drachenblut erfüllt. In der Tat. Ihr habt klarer gesehen als ich. Und ganz gewiss klarer als Alduin. Roch Funta Korav. Vielleicht habt ihr nun eine Vorstellung von den Kräften, die die Venesetid formen. Die Ströme der Zeit. Vielleicht seht ihr die Welt allmählich aus den Augen eines Dovar. Aber ich vergesse mich. Krossis, Solos mit Fadon. Melancholie ist eine Falle, in die ein Dovar nur allzu leicht tappt. Ihr habt soeben einen mächtigen Sieg errungen. Zachrot Krongrach, der für den, der Augen zu sehen hat, durch alle Zeitalter dieser Welt erschallen wird. Genießt euren Triumph, Dovahkiin. Dies war nicht das letzte Mal, dass ihr euer Zeichen auf den Strömen der Zeit hinterlassen habt. Goran, so jung habe ich mich seit vielen Zeiten nicht mehr gefühlt. Viele Brüder sind jetzt durch Kisal verstreut. Ohne Alduins Herrschaft beugen sie sich vielleicht der Vasen. Rechtmäßigkeit meines Tun. Aber ob sie wollen oder nicht, hören werden sie es. Lebt wohl, Dovahkiin. Und weg sind sie. Das war's dann wohl mit der Hauptstory. Huch, hi. Husa Wundune Warut Gay. Ich wünsche dem Alten bei seinem Auftrag viel Glück. Oder wegen. Doch ich bezweifle, dass viele den Wunsch hegen, Alduins Herrschaft für die Tyrannei von Parthur Nux Weg der Stimme aufzugeben. Was mich betrifft, so habt ihr eure Meisterschaft zweifach bewiesen. Turi Dovahkiin, ich erkenne die Macht eures Turm mit Freuden an. Su Odaving, ruft mich, wenn ihr mich braucht. Ich werde kommen, wenn ich es kann. Krieg ich jetzt einen Schrei, um Odaving zu rufen, oder was? Moment mal. Ah, wenn ich jetzt einen Odaving-Schrei mache... Kommt er mir zur Hilfe? Krasse Scheiß. Hä? Geil. Wo darf ich jetzt noch hin? Ah, alle anderen Quests haben sich jetzt eingeschaltet, oder? Ja, wir sind jetzt fertig. Wir sind fertig. Zumindest was die Hauptquests angeht. Und wir müssten so ziemlich kurz vor Folge 200 stehen. Deshalb klettern wir mal dieses tolle Bergchen hinauf. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich. Mal schauen, ob noch was kommt. Ich danke euch auf jeden Fall vielmals fürs Zusehen. Und wir sehen uns garantiert wieder. Also...
Bye bye.